Jetzt kommt rein. Also heute hat Bäcker Tageszeitung gemacht. Yeah. What? It's baby daytime. Hallelujah! Praise the Lord every time! Und los geht's! Also, wir hatten einen tollen Abend hier, oder Uli? Ja, absolut. Hat richtig Spaß gemacht, mit euch zusammen Gott zu loben und für unser Land und auch für unsere Region, unsere Stadt zu bitten. Und das hat uns als Gemeinde, auch als Christen vor Ort sehr ermutigt. Und wir wünschen euch, dass ihr noch viele gute Zeiten einfach auf eurer Strecke habt und an vielen Stellen Menschen so ermutigen könnt, wie ihr es bei uns getan habt. Ja, ich bin total begeistert davon, dass es Menschen wie euch gibt, die es einfach auf dem Herzen haben, dass Gottes Liebe und Gottes Frieden einfach weiter zu sagen und das auf diese Art auch zu machen und das Land einfach zu ziehen. Ich wünsche euch wirklich Gottes Segen dabei und dass es wirklich für euch selbst eine ganz segensreiche Zeit ist. Okay. Ja, ich bin heute den dritten Tag mitgelaufen und in der nächsten Woche immer so Impulse, typische Impulse, einfach so ein bisschen vor. Und heute hatten wir die Stelle im Matthäus-Evangelium, wo es um eigentlich auch das Beten geht, um das Vaterunser auch. Und im Anfang des Betens ging es darum, dass Jesus uns auffordert, uns in der stille Kämmerlein zurückzuziehen und zu beten. Und da war so die Frage auch, was heißt denn das mit dem stillen Kämmerlein und der Gedanke so, dass ja Jesus wahrscheinlich selten so ein stilles Kämmerlein hatte, so wie es unterwegs war und wir sind jetzt eben auch unterwegs und dass es eigentlich auch darum gehen kann, dass wir in uns selber hineingucken und Gott da begegnen, Jesus da begegnen und mit ihm ja in Dialog treten eigentlich so. Und das stille Kämmerlein heißt, ich bin ehrlich und offen vor Jesus und komme mit dem, was mir auf dem Herzen ist, zu ihm, begegne ihm. Das kann ich ihm überall machen, wo ich bin. Und das war eben auch so ein schöner Impuls, einen schönen Gedanken, auch für heute, als wir so den Tag gestaltet haben, dass wir unterwegs waren. Genau, das habe ich so mitgenommen. Hey, also mir ist bewusst geworden, wie heute wieder, dass eigentlich so viele Menschen nicht mehr Gott wirklich in den Kleinen verloren gehen. Und das ist genau unser Anliegen, warum wir beten, weil so viele Menschen trotz ihnen kennen. Und wir haben uns auf den Weg gemacht zum Beten des Hildes. Egal wo du bist, du kannst auch mitmachen. Du kannst beten zu deinen Nachbarn.